Wir modernisieren die Wärmeversorgung für Peißenberg. Das heißt, wir legen einige alte Anlagen still, insbesondere die, die also jetzt nicht mehr Stand der Technik sind. Dafür bauen wir dann zwei neue Kessel und einen neuen Motor. Die wesentlichen Komponenten der Anlage stammen noch aus den 80er Jahren, waren technisch einfach überholt, entsprachen auch nicht mehr den heutig gängigen technischen Standard und waren vor allem aufgrund der Veränderung der Strukturen hier vor Ort überdimensioniert. Durch die Neuanlage ist jetzt ein effizienterer und energieoptimierter Betrieb möglich. Wir sparen hier deutlich Energie ein gegenüber der bisherigen Situation. Als regionaler Energieversorger wollen wir für unsere Kunden eine attraktive und umweltfreundliche Wärmeversorgung gewährleisten. Deshalb ist uns dieser Standort hier sehr wichtig, an dem wir seit knapp über 50 Jahren Wärme produzieren. Der Vorteil einer Fernwärmeversorgung ist, dass umweltfreundlich mit geringen CO2-Emissionen die Wärme zu den Kunden transportiert wird. Das heißt, die Wärme wird zentral aufbereitet, über ein Fernwärmenetz zu den Kunden transportiert. Und dies bedeutet, dass vor Ort keine Heizung oder zum Beispiel Öltank erforderlich ist. Mit der Modernisierung der Anlage haben wir für die Kunden die Versorgung in der Zukunft sichergestellt zu attraktiven Preisen. Die Bayerische Reihe Energietechnik GmbH hat hier am Standort als Anlagenerrichter eine Energiezentrale erstellt und hat im Zuge dessen zwei neue Heißwasserkessel mit entsprechendem Brennersystem eingebaut. Darüber hinaus haben wir einen bestehenden Kessel saniert und dort das Brennersystem ebenfalls auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Ohne dezentrale Wärmewende wird die Energiewende nicht zu schaffen sein. Hier gilt es, hocheffiziente, intelligente Lösungen zu konzipieren. Ich freue mich sehr, dieses Gemeinschaftsprojekt Bayernwerk und Lechwerke für eine zukunftssichere, intelligente und effiziente Wärmeversorgung in Peißenberg gestalten zu können. Wenn man sich anguckt, wie viele Haushalte bei uns mit Fernwärme beheizt werden, denke ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass die Modernisierung jetzt stattgefunden hat. Fernwärme ist ja doch eine gute Wärme, die in die Haushalte geht. Sie ist im Allgemeinen sehr günstig und ich hoffe, dass eben dann auch auf Dauer die Versorgung sehr, sehr gut geregelt ist. Wir haben jetzt also zwei neue funktionierende Kessel, die also für die Wärmeversorgung eingesetzt werden und auch ein Blockheizkraftwerk, was sowohl Strom als auch Wärme produziert. Es ist ein tolles Projekt, eine tolle Anlage, ein super Team, mit dem man also diese ganzen Dinge jetzt umgesetzt hat. Und ich muss sagen, also wenn man hier hinschaut, ist das jetzt hochmodern, energieeffizient und ein Aushängeschild für Peißenberg und also auch für eine erfolgreiche Projektrealisierung.